Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück. Wir grüßen aus der Zombie-Apokalypse und das sind mal wieder der Anubis. Servus. Nee, moin, moin. Hey ho. Und die Dano. Hi, voll chillig hier. Anubis, wo bist denn du? Du wolltest doch eigentlich kommen. Ich habe immer noch einen Knüppel in der Hand. Ich hab einen Bogen, 104, du nicht. Knüppel, 299. Ja, da muss er aber erstmal rankommen. Und ich, außerdem glaube ich, dass die Zombies das erledigen, bis du hier bist. Ja, lass mich raten, den Knüppel hast du aber gefunden, ne? Richtig! Ah, ja, herrlich. Braucht noch jemand Woodframes oder soll ich die dann jetzt machen? Kannst du ruhig machen, ich fühl gerade auf. Okay. Oder ich habe gerade aufgefüllt, so viel ich hatte. Ja. Diesmal aber an das Loch im Dach denken, ne? Ja, das sollten wir diesmal vorher machen, genau. Ja, letzte Folge war eigentlich ganz erfolgreich. Wir sind fast gar nicht gestorben. Also. Nein. Wir drei nicht. Also nein, wir zwei nicht. Hier, ja, wenn ich schon mal ab und an U drücke, Moment. Ach, komm, Anubis. Fünfmal erst. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Ah, da! Warte, Baum fällt gleich. Ah. Baum fällt. Der auch. Ah, ich renne einfach nur. Kuya lebt immer noch. Nicht mehr lange. Warte mal, hüpf mal. Hüpf mal bitte. Du bist auf dem Boden. Dieser schöne Fack, du bist. Das ist aber eine schöne Keule. Ja, ja, ne? Da ist ein Baumstamm rausgerissen. Ich lebe noch. Ich bin hier. Sieht das Ding aus. Warte mal, was ist das denn für eine Keule? Ach, eine Keule habe ich auch 183. Was? Ja, auch gefunden. Irgendwie hat er was von Stromberg, der Anubis. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Wo ist er denn? Schadet nie. Wenn du jetzt noch eine Glatze oben hättest. Ich wollte erst eine, aber ich habe es gelassen. So alt bin ich nun auch wieder nicht. So, naja, also, wenn man es genau nimmt, du bist der Älteste da. Ah. Ja, so haben wir hier sowas wie eine Kiste? Ja, bei unseren Schlafsäcken drüben bei der Extra-Fackel. Nein, Moment, Koja, verkehrt rum. So oft wie er gestorben ist, wundert mich das schon, dass er hier der Älteste ist. Ja, aber normalerweise, also, ach egal. Wie ist er denn so alt geworden? Oh Mann. Ja, das ist die Frage halt, was war erst, also ist er gestorben, weil er so alt war? Zu langsam. Baum fällt gleich. Wohin? Wahrscheinlich auf dich. Oder auf unser Haus. Nur aufs Haus. Zombieland lässt grüßen. So. Nö. Macht das Schaden? Nee, ne? Okay. Nö. Ich fand ja die Tipps bei Zombieland so genial. Lauf. Oder wie? Ja, nee, das ist seine Überlebensregeln. Eine davon ist Cardio, also Fitness. Okay. Weil du musst ja immer schneller laufen können als die Zombies. Ja, sowieso. Brauchst du es nur schneller sein als der Langsamste? Ja, da ist die Menschheit schon so runterdezimiert, da findest du keinen Langsamen mehr in deiner Nähe. Die Frage ist, wer war jetzt Werkzeug? Ich war Tools. Und jetzt kann ich auch 53er herstellen. Du könntest uns mal welche herstellen. Ja, weil meine 2er ist nämlich gerade, puff. Meine Level 16 ist auch bald kaputt. Sind noch Rüstungen da oder muss ich nochmal nachschmeißen für jeden? Also ich habe mich gerade bedient und ich bräuchte eine Axt. Ich habe noch gar nichts an. Du hast noch immer nichts an. Ich habe doch alles da reingelegt. Ich muss jetzt so, was gucken, machst was du denn hier nicht allein? Ich ganz fleißig farmen, schon über 100er Bögen herstellen. Nee, du zitterst hier rum, mehr nicht? Ja, das ist Zeit unterhält er uns. Ja, du bist, was machst du? Ich besorg mir jetzt eine Axt und hau hier Bäume weg, in der Hoffnung, dass einer davon den Koja trifft. Ihr seid doch alle blöd. Wir haben dich doch ganz doll lieb. Ja, ja. Oh ja, und wie? Keiner hat mich lieb. Ich werde heute Nacht wieder bitterlich ins Kopfkissen schluchzen. So, wie sieht's jeden mit Abend aus? Na? Jetzt. Jetzt ist der da drin. Stell dich hinten an. Okay. Dum, dum, dum.
So, wo bist du? Wo ist denn das braune Zeug, was wir brauchen für Cobblestone? Kurz überlegt, Sven, ob ich es mache, aber ich hab's gelassen. So. Du musst nur am Boden schauen, da hast du also die braunen Flecken, dass du Klee findest. Ja, beziehungsweise auf der Karte siehst du das ja, ne? Ja. Direkt bei unseren Spikes, oder nicht? Ja. Ach, hier sind nur überall braune Flecken für Clay. Bei den Spikes eigentlich solltest du das vielleicht nicht abbauen. Da wollen wir nicht dann unseren Zaun machen, oder? Ja, wir gehen nochmal bitte ein Stückchen nach links, ne? Nein. Baum fällt, Bomb, Koja tot. Super. Das war der Plan. Mach ihm doch nicht seinen Plan kaputt. Was? Moment, ihr habt jetzt schon alles hier. Oh, ihr seid viel zu eifrig. Ich wollte auch noch Fenster reinreißen. Sorry. Das gibt's doch gar nicht. Ich wollte hier Baum fällt. Oh, jetzt aber keine Fenster. Na gut. Ich, also das hier ist. Kann es sein, dass es eingelegt hat gerade? Ja, ich habe mich erschlagen. Ja. Nämlich das so zum Seufzer gehört. Okay. Ja, der ist da aus dem Felsen gesprungen, dieser Baum. Nicht nur ich kann das. Du kommst schon noch dran, keine Sorge. Ja, bin ich auch überzeugt. Ah, hier haben wir auch Nitrat direkt. Was Nitrat? Wir brauchst denn das? Ach, zum Düngen oder was? Keine Ahnung, aber das sind so kleine Felsen. Zombies, Holzfäller-Zombies. Dann behalt sie. Oh, schon wieder. Ja, direkt bei uns hier. Behalt sie trotzdem. Lock sie zu den Spikes. Ja, ja, arbeite ich. Baumfeld! Wohin? In meine Richtung, Koja. Ja, es fällt wirklich in meine Richtung. Es fällt vor allem voll über unser Lager drüber. Vielleicht sollten wir uns darauf einigen, die Bäume nicht zu fällen. Oh, wir brauchen Holz mehr in der Kiste. Doch, weil wenn die umfallen, geben sie am meisten. Warte kurz. Ah, perfekt. Habe ich ein Level oder was war das ein anderer mit der Musik? Aber man hört es nur seine eigene, oder? Oh Gott, zwei Holzfäller-Typen. Alter, ich spring bitte mal. Nein, ich spring jetzt nicht. Du liegst bei mir am Boden. Nicht nur bei dir. Gut. Ja, den einen hast du doch schon, der liegt schon. Mehr oder weniger. Und der zweite jetzt auch. Stein. Ich brauch Pfeile. Hast du Holz hier reingelegt? Ja, natürlich habe ich Holz reingelegt. Ach ja. Ich bin auch blind. Alles gut. So. Ohne Worte. Ey. Die heißen sogar Holzfäller. Wie geil. Echt? Haben wir Lumberjacks, haben wir so, haben wir richtig genannt. Frozen Lumberjacks. Ich nicht mehr. Ey, warum geht das nicht weg? Mann. Hä? Was ist da? Habe ich sogar eine Hose gefunden. Hast du eine Holzfällerhose gefunden, oder was? Ja, eine 38er. Schau mal, Koja. Ja, bitte? Das sieht so schlimm aus bei Danu. Guck mich mal. Nee, ich meinte eigentlich die zwei Kisten, die das wir jetzt da haben. Kennt ihr die? Koja? Ey, also unsere Spikes sind echt schlecht gesetzt. Kennt ihr die, ach, wie hießen die denn? Die Javas bei Star Wars. Die hießen Javas? Ja, eben. Mir fiel es nur gerade nicht ein, aber dann doch. Die Javas bei Star Wars, das waren doch auch immer so Kapuzen, wo man nichts gesehen hat, aber so ein paar leuchtende Augen. Ja. Ja, so läuft das Mann. Rum. Kapuze und du siehst nur zwei leuchtende Augen und sonst schwarz. Ist halt so doof. Bückt euch mal so ein bisschen und schaut die da nur an, das ist zum Schreien. Mit denen renne ich rum. Warum haben wir eigentlich keine Axt mehr in der Kiste? Weil ich die gerade genommen habe. Ich habe drei Stück reingeschmissen. Alter, ich habe keine mehr. Der Javas noch gleich. Die waren doch auch irgendwie so komisch. Waren doch auch so, oder? Haben die nicht nur irgendwie so. Die hörten sich fast so an wie die Trageviecher. Ja, irgendwie so. Oder hatten die so gequäkt mehr? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war das mehr so ein Quaken? Ja, also unsere Spikes sind relativ bescheiden gesetzt, nämlich genau an der Clay vorkommen, was wir vor der Tür hätten. Oh. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der kleine Baum mich erschlagen kann. Ehrlich gesagt. Das war aus wie ein Weihnachtsbaum, das Ding. Das war jetzt wirklich enttäuschend. Okay, da kam ein toter Koja angeflogen. Ja. Das war jetzt wirklich sehr enttäuschend. Ich freue mich gerade nicht. An diesem Baum gestorben bin.
Hey, was ist denn mit den ganzen Sachen passiert, die hier drin lagen? Ich trage sie gerade in den neuen Kisten im Haus. Lass den Scheiß. Okay, ich habe dir gerade eine Axt reingelegt. Okay, ja, ich komme eh gleich raus und hol mir's dann. Also, Star war da, nu. Was? Sag mal, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Oh Mann, na, warte nur, Koya. Irgendwann brauchst du was, Koya. Das sieht einfach zu cool aus. Irgendwann. Du musst dir das unbedingt mal selbst angucken. Ja, ich werde mir das in deinem Video anschauen. Profi. Haben wir irgendwo noch Stoff? Ganz gerne nein. Ja, ich brauche einen Schlafsack. Ja, ich kann dir was bauen. Oder warte mal, nee, der Alai hat noch reingelegt. Das habe ich noch nicht rausgenommen. Müsste in der Kiste sein demnach noch. Es kann sein, dass da nur schon reingetragen. Nee, drinnen ist noch. Achso, doch, ich hab's gerade. Ja, ja. Hm? Ah, ja. Was hast du? In die Kiste bei der Türe lege ich's gerade rein. Du, Danu, ich brauche gleich nochmal für einen Screenshot, okay. Welche ist für Werkzeug gedacht? Bitte. Die erste würde ich sagen vorne, aber so richtig aufteilt habe ich es noch nicht. Ich probiere das gerade. Die Folge braucht doch einen Screen. Ah, herrlich. So, wie viele Woodframes brauchen wir denn noch? 6? Oh Mann, ich sortiere nicht wieder 7, Kisten. 8, nochmal 8, 16 und dann noch ein Rest. 3, 19 ungefähr. So viel noch. Oh, habe ich gar nicht. Das sind so viele Dinge, wo ich keine Ahnung habe, wo die hingehören. So, wo soll man denn den Aufgang machen? Direkt hinter die Tür? Ach nee, das sind die Kisten, sehe ich gerade. Da kommt ein Zombie. Danu, raus, raus, Aufgang. Raus, da kommt ein Zombie. Bin hier. Ihr macht das schon. Soll ich helfen? Nee, da unten steht einer. Ich kann gar nicht helfen. Hilf mir doch mal, Mensch! Ja, geh auf die Seite. Ich wollte gerade sagen, wenn schon. Du aus der Ecke rausgehst, kann ich eben. Oder kommt noch einer. Moment, lass mich mal ganz kurz überlegen. War der Anubis nicht derjenige, der sich eben gefreut hat, als ich vom Baum erschlagen wurde? Das war doch dieser komische Anubis, oder? Ich glaube, ich helfe nicht. Ist er hinüber? Das ist eh schon. Ist hinüber. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Hier oben auf dem Dach ist voll sicher. Müsst gerade so ein Spinnenzombie kommen und hier hochklettern und mich wegboxen. Ja. Das wäre jetzt ideal. Schlafsack, lass mich doch mal in die Kiste, bitte. Da gehen die erste vorne, da ist drinnen. So. Jetzt ist auch genug Werkzeug drin. Ach, und da kommen noch zwei. Die ja, dann geht's raus. Anubis jetzt stirbt und dann wieder 3 Stunden hierher. Was? Wie bist du hochgekommen? Hm? Wieso hast du das zugemacht? Was habe ich zugemacht? Ich habe gar nichts zugemacht. Wie bist du nach oben gekommen? Hier außen ist eine Leiter. Außen. Außen. Oh, Scheiße! Oh, da kommt was hoch. Ich weiß auch nicht, warum ihr alle jetzt im Haus bleibt, statt dass darüber kommt zu unseren Spikes. Weil die gerade in dem Eingang stand. Ach, die kuppelt da so komisch rum, ne? Ja, ein bisschen den Bogenskill hier. Na. Mal ruhig. So, die hätten wir jetzt endlich. Kann ich jetzt mal vielleicht in Ruhe hier mich um meinen Kram kümmern? In Ruhe. Nö, gibt's nicht. Das ist zu viel verlangt. So. Ja, also noch ist außen. Ich habe noch keine Leiter gebaut, Alai. Deshalb ist außen. Verstehst du? Außen, Junge. Ja, der Witz ist halt, dass drinnen sowas wie eine Treppe nach oben war, aber da sind Frames drüber gesetzt. Ja, die habe ich nur am Anfang gehabt, um einmal aufs Dach zu kommen. Und dann habe ich von oben das Dach gebaut. Das war halt so, ne? Also gut, die Box draußen ist jetzt leer. Ja, klar. Muss ja auch. So, dann machen wir jetzt hier. Machen wir jetzt hier die Leiter hin. Ladder. Wooden Ladder. So, zack. Merken wir mal weiter. Koppeldinger hat schon einer gebaut? Ich arbeite gerade dran, Clay abzubauen, nur ich bin ja immer wieder. Nee, ich meine Koppelframes jetzt erstmal. Nee. Die habe ich doch gemacht. Und ich lege jetzt meinen Schlafsack mitten ins Haus. Och, Kriecher. So ist gedacht.
Muss ich auch noch umziehen. So, zack. Da ist meins. Wo ist er? Ah, muss ich wieder einsammeln, oder? So ist das gemeint, ne? Koja, schlechte Idee, da hinzugehen. Wieso? Baumfeld! Welche Richtung? Da, wo du stehst. Ja, lass ihn fallen. Ich fange ihn. Ich fange ihn. Oh Mann. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich wollte meinen Schlafsack holen. So, Sleeping Bag, Alai. Nano. Meiner. So. Setz mal den hier auch mal rein. Ist so schön gemütlich hier in unserer Massen. Also es ist so mehr oder weniger sortiert. So richtig nicht. Eigentlich die Kisten? Nee. Also doof. Du kannst nachher Kisten bauen, wo draufsteht Food und oh, hast du nicht gesehen. Dafür brauchen ja, wir aber die Nägel. Kosten Nägel. Achso. Ja. Oh. Den habe ich jetzt voll gesetzt. Der letzte Schlafsackbesitzer sollte noch reinräumen. Also genau genommen, ja, ist meiner. Genau genommen ist es Blödsinn, die extra Kisten herzustellen, weil die halt Nägel kosten und Nägel echt selten sind. Schon, ja. Kannst du nachher mit der Forge herstellen. Aber wahrscheinlich bringen die halt auch entsprechend viel, oder? Was an Platz und so. Oder sind die genauso groß? Naja, es ist leichter, sich zurechtzufinden, wenn das Essen alles in einer Kiste ist und so weiter. Ja gut, aber wenn man sich halbwegs merken kann, oder sich rechts Essen, links Waffen, dann ist ja auch gut. Also wenn die sonst keinen Vorteil bringen, jetzt in Sachen Lagerraum oder so. Die Kisten sind so. Ja schon relativ groß, ich glaube nicht, dass das noch was bringt. So, ist drin. So, ja, man muss hier alles wie ihr seht, verstärken. Man hat mehrere Ausbaustufen allerdings. Ich mache jetzt erstmal die Ausbaustufe 1 nur. Da, wo die Ausbaustufe 2 ist, da sieht man hier schon, da sind dann noch so Verstrebungen weitere. Auch halt alles dann nochmal Holz. Ja, ich habe alles auf 2 hochgebaut, was ich gemacht habe. Ja, das Dach oben, also ich sag mal, die unteren 3 Reihen, die sollte man schon irgendwie jetzt auf Stufe 2 machen. Aber... Oh, kein Holz mehr, super. Und Level up. Weißt, ich baue dauernd die schönen kleinen Bäume ab, damit keiner am Kopf was kriegt. Ja, die können einen auch umhauen. Nee, die ganz kleinen nicht. Die ganz, ganz kleinen, diese Gestrüppe da mehr oder weniger, ja. Die nicht, nee, aber so ein komischer Weihnachtsbaum hat mich eben umgehauen. Also falls noch jemand Holz hat und das verwerten möchte, kann er das Haus aufwerten. Ich werde dann jetzt gleich an die Cobblestone-Dinger gehen, dass ich die baue, die Frames. Ich crafte die gerade ungefähr 15. Mann, ich kann hier nicht einmal... Ich gehe jetzt ins Haus. Das ist so grausam. So, Fiber. Koja wird unsere Hausfrau. Ja, genau. Gib mir mal einen Herd. Und einen Staubsauger hätte ich dann aber auch ganz gerne. Aber den von Vorwerk. Träum weiter. Vorwerk. Nee, oder die Heizen, Qualität Mann. Kriegst du nicht. Baumfeld gleich. Lest der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Oh Gott, der kennt so einen Slogan. Den kenne ja noch nicht mehr ich. Ich bin schon Werbejunkie. Das ist Loriot. Ubernause. Mein Glück ist Matze jetzt nicht hier. Ein Glück, er schaut die Videos auch nicht. Der linken. Ich glaube, ich habe gerade eine Hose weggeworfen da. In der linken Kiste wollte ich eigentlich sagen, sind Rüstungen. Mache ich jetzt gerade nochmal. Okay. So, was haben wir da? Glaube, da fehlt noch das Shirt fehlt noch. Craft. Und dann machen wir nochmal Hut und nochmal Gloves. Shoes und Pants. Dann haben wir alles. Und ich tue es gleich alles rein. Es ist Moment. Noch am Bauen. Du hast ein bisschen Holz, Fiber und sowas in der Kiste. Ah, warte mal, Dame, wenn du gerade schon hier bist. Oh, ja. Oh je. Schaust du... Wie sehen die Namen aus? Weiß das jemand? Nein. Options? Keine Ahnung. Video? Ist das irgendjemand, dass man die...
Nee. Das ist doof. Weil ich habe immer den Namen von der Dame in ihrem Gesicht. Ja, dann musst du mich halt mit Namen nehmen. Steuerung Alt U, Steuerung U. Nö. Ich halt mit Namen nehmen, ne? Jo. Aber, komisch. Könnten Sie sich jetzt beeilen? Ich möchte weiterarbeiten. Ja, mach ruhig. Ich hab schon. Gut. Ich muss nur mal gucken, wie man die UI auskriegt in dem Spiel. Das muss es doch eigentlich geben. Ein paar Cobblestone Frames hast du jetzt auch schon drinnen. Okay. In der linken Kiste auch? Ja. Die eine Fackel könnten wir jetzt von der Kiste wegholen und ans Haus kleben. Vielleicht auch in der rechten Kiste? Bei der Türe, mittendrin. Ach Mann, die sind immer so unsichtbar, die Dinger. Ja. Furchtbar. So, oh, ist Achtung, Baum fällt. Kriege ich da jedes Mal Panik, ich weiß auch nicht. Das verstehe ich auch nicht. Keine Aha. Ahnung. Oh Mann, nur Psychopathen hier. So, wir wollen wieder in unserer Butze, denke ich, ordentlich Felderwirtschaft betreiben, nach Möglichkeit. Ja. Und dieses Mal machen wir es ja nicht nur für einen Stream kurzfristig, sondern wir planen ja etwas größer. Wir planen hier in unseren Dimensionen hier, in Arc-Dimensionen. Dann baue ich einen Zaun, bist du dir sicher? Nein. Oh oh. Geh dann schon mal zähmen. Also wir haben zurzeit zwei Löcher oben im Dach für eine Leiter, ne? Ich habe eigentlich nur das eine hier bedacht. Haben wir jetzt irgendwo schon ein Clay-Loch? Ist auch noch eins. Aber gut, dass du sagst, die Leiter habe ich. In Richtung Osten vom Haus. Brauchen wir Holz oder eher Clay? Wo ist das Holz zweite? Ach, da. Fast schon fertig werden. Ich mach gerade das Dach von innen. Dann habe ich auf der anderen Clay Seite auch Leitern gemacht, so. Mit dem ganzen Holz, was Anubis noch anbringt. Ist noch Holz Baumfeld. Da? Oh Mann. Ja, Holz ist noch da. Dann gehe ich nämlich damit jetzt mal ein bisschen Sachen bauen. Wenn ich es nehmen könnte. Du sagst in Richtung Osten. In Richtung Osten, ja. Da ist ein braunes Feld. Da ist ein Bär. Ich angefangen habe abzubauen. Doch gut. Frame, Cobblestone, da Maximum. Oh, 105, ja doch, brauchen wir ja. Dann baue ich jetzt mal. Das dürfte so ungefähr den Rest der Folge andauern. Ja, das Gute ist, du kannst dir was machen währenddessen. Ja, das ist das Schöne beim Craften. Man kann hier währenddessen bauen. Das Doofe ist nur, dass wenn das ins, ja, das ist nämlich, wenn du es unten in die Schnellleiste ziehst, dann stackt es nicht rein. Du musst es immer wieder unten reinpassen. Den letzten kann ich nicht ausbauen. Also in der rechten Kiste ist Holz. Okay, ich hab's gerade aus der linken rausgenommen. Also ich glaube, an Holz mangelt es uns nicht. Also in der rechten ist jetzt auch was. Wunderbar, aber ich habe jetzt 175, also oh, ein Nest. Ist das schon jemand? Ach, empty. Oh, jetzt habe ich endlich mal ein Nest gefunden, da war einer von euch schneller. Und ich dachte, ich könnte schon stolz auf dich sein, weil direkt neben dem Haus ein empty Nest war. Dann hast du es vorhin nämlich beim Framesetzen sogar übersehen. Was? Nein, sowas. Nee, das, also ich hab's nicht leer gemacht. Ich habe mich auch gewundert, wer es leer gemacht hat. Okay, wir wissen, wer es leer gemacht hat. Du bist noch nicht da. Also ich hab direkt einen neben dem Lager eben Nest leer gemacht. Also nee, direkt hier am Haus ist eins. Also hier oben empty ist eins. Bird Nest. Hier, aber egal. Ja. Komm, den Baum mal. Danu, du bist schon viel zu weit unten. Huch, Knie. Oh. Okay. Ach ne, der Bär hat sich noch. Der Baum ist ja noch voll. Okay. Also warst du beim Bär oder was? Ja, ich bin jetzt beim Bär. Wisst ihr eigentlich, wann Bäume wieder respawnen? Oder direkt beim Bär ist das eigentliche Cobblefeld. Ein paar Tage braucht, glaube ich. Du kannst sie pflanzen. Aber. Wie? Ja, wie weiß ich auch nicht, aber man kann sie pflanzen. Sensation.
Ich leg wieder ein paar Pfeile in die Kiste. Ja, also das Baumfällen ist spannend. Echt? Total. Ja, dann brauche ich ja die 900 Holz nicht reinlegen. Ich weiß nicht, ich habe gleich auch 1000 wahrscheinlich gefühlt. Hier, wo ich jetzt stehe, dann ist... Aber der muss weg. Gleich. Ansonsten klettert hier noch irgendwas hoch später. Moment, welche Farbe hast du? Du bist grün. Na komm, mach hin, hau das Ding weg. Jetzt ist er auch noch außer Atem hier. Es wird übrigens wieder Nacht, falls ihr es noch nicht so wahrgenommen habt. Baum, Bums. Und ja, so. Das wissen wir, stört uns aber doch nicht. Noch nicht, aber die Nacht wird schon wieder schlimmer als die nächste. Also als die letzte. Als die nächste. Als die nächste. Nee, die nächste wird schlimmer. Nächste wird schlimmer als die erste. Definitiv. Ja, von 3 auf 4, ja. Ja, ja, klar. Also irgendwie habe ich im Stream schneller bauen können. Ich weiß nicht, hier, das hakt so beim Bauen. Nö, ich finde es heute eigentlich ganz gut. Keine Ahnung. Das einzige Mal, dass der seine Hand bewegt, während die sonst immer nur so fest vor ihm ist, ist, wenn er baut hier tatsächlich. Das ist ja eine Sensation. Machen wir das hier. Baumfeld! Kann's nicht mehr hören. Wenn du uns erschlägst, wär mal böse. Sollen wir das so machen, dass wir den Felsen, den wir da neben dem Haus haben, mit einzäunen? Ja. Oder? Ja, weil ich denke mal nach und nach bauen wir ab. Der soll mit rein? Ja. Fang schon mal an. Dann wird's aber groß. Ja, dann wird's halt ein bisschen größer. Du sprachst von Ark. Wir sind doch zu viert, hast. Da muss jetzt mindestens ein Felsen in der Basis sein, wenn du schon von Ark sprichst. Genau. Also komm. Ihr seid gekloppt. Ja. Ja. Und du spielst gern mit uns. Ich sag's noch einmal. Ja, aber ihr seid bekloppt. Ja, und? Ja, und? Erzähl uns eine Neuigkeit. Ich wollte gerade sagen, und jetzt die News, bitte. Ja, noch mehr, als ich das erwartet habe. Das ist die News. Ja, gut. Ich probier's. Wir bräuchten übrigens wieder Äxte. Ja, kommen gleich. Ich habe auch gerade das bei mir hochgestuft. Ich muss mir nur noch mal ein bisschen Holz besorgen. Hochstufen, das war mal eine Idee. Ja. Weißt du, ich habe 175 oder wie viel das war, oder 176 von diesen Cobblestone-Frames und dachte mir, ach komm, hey, da kommst du mal, da kannst du mal, ne? Nee. Dann kommt ihr um die Ecke und sagt, Stein einzäunen. Sobald da 3 Nullen hinterstehen, dann können wir anfangen zu diskutieren. 3. Ja gut. Weil dann sind wir bei Ark-Dimensionen. Ihr müsst schaufeln, alles gut. Ja, du wirst uns ja nachher helfen beim Schaufeln, wenn da nein, überall da Spikes liegen. Das nächste, ihr müsst ja, ach komm, ihr werdet ja wohl das jetzt hinter mir hochziehen, oder? Hab ich jetzt Mist gebaut? Ja, ich hab Mist gebaut. Und ja, wir werden das auch noch 3 hoch. Ich hab. So langsam verliere ich die Orientierung hier im Dunkeln. Wir werden das noch 3 hochbauen, aber erstmal natürlich. Wir müssen 2 reichen. Also normalen Stein brauchen wir auch, ne? Wenn ich den hier wegkloppe. Ja. Ja. Gut. Ich würde sagen, Zombies kommen. Ich höre schon was. Schlecht. Das ist aber ganz furchtbar schlecht. Ich bin nämlich noch nicht ansatzweise so weit. Ja, diese Nacht müssen wir es eh noch durch das Feld von Spikes durchlotsen. Wo sind das Feld überhaupt? An der Mauer. Ach da. Aber nee. Ihr könntet schauen, ob es da noch ein paar Spikes dazu stellt. Da. Ich habe keine mehr. Aber kann Holz ist doch noch massig in der Kiste, kann oder? Kann welche herstellen, ja, ich kann schon mal anfangen. Ja. Spikes, Wutz, nee, kann ich nicht, ich baue noch immer, na, nee, gleich sind sie fertig, die Frames, ja. Kann ich's machen. Rechte Kiste sind, glaube ich, über 2000 Holz drin.
Ja, nee, an Holz mangelt es nicht. Es mangelt nur gerade am Platz in der Crafting-Leiste. Aber jetzt ist er frei. So, Woodspikes. 100 plus Werkzeug ist in den Kisten. Sind sehr gut. Wie war das? Man kriegt immer Tri-Sprikes pro... Yep. Tri-Sprikes? Tri-Sprikes. Tri. Jo, genau. Mhm. Wer zappelt da neben mir? Ich. Okay. Also komm, wenn er zappelt, dann weißt du doch auch, wer. Nein, ich hab nur Füße gesehen. Und ja, das ohne zappelt, Schuhe. Also Koja, bitte. Allein braucht Schuhe. Ich hab alles in der Kiste. Der. Ich bin noch nicht, ich wollte mich nachher ausrüsten, wenn wir sowieso nach drinnen fliehen. Weil jetzt finde ich es wichtiger, hier draußen Clay und ähnliches zu besorgen. Ist sehr löblich, ist eine sehr gute Einstellung. Wenn die Anubis auch mal an den Tag gelegt hätte von Anfang an und nicht da rumgestorben wäre, dann wären wir schon viel weiter. Krieg noch so aufs Maul, glaube ich. Guck mal nach rechts. Du wirst doch wohl nicht den Baumeister erschießen. Hat eben schon einen Pfeil von Dano im Kopf, das heißt eben, letzte Folge. Den hattest du sicher verdient. Eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht. Dann war er vorsorglich. Ja. gleich mal hier Fakten schaffen. Ja. Genau, für die nächsten paar Male. Aber was ich interessant finde, ist, dass hier das ganze Werkzeug, ne? Das levelt beim Hausbau, levelst du den Skill, beim Mining levelst du einen Skill dafür und als Werkzeug levelst du einen Skill dafür. Also ist das im Prinzip nicht, hast du drei oder vier Skills, die das alles effektiver machen. Ist das nicht so, dass das nicht den Bau betrifft? Dieses Level? Ja, dann nicht direkt den Bau, aber alles macht das Werkzeug, was du herstellst, effektiver. Ja doch, okay, ich dachte, dann ist es nur, dass du mit demselben Werkzeug mehr abbaust. Also, nee, das kommt zusätzlich. Das ist halt, wie gesagt, das wird dann durch den Mining-Skill direkt wiederum beeinflusst. Aha. Allerdings das Produzieren des Werkzeugs, habe ich jetzt festgestellt, die machen ganz gute Sätze, wenn du alles quer durcheinander machst. Interessant. Klar, Grundwert ist immer wahrscheinlich das Tool-Ding und dann kommen nochmal Bonis drauf. Ich fange hier schon an, Graben zu ziehen. Also eine ganz allgemeine Frage. Wie kriegt eigentlich sein Leben wieder hoch? Vorher war es ja 100, jetzt bin ich runter auf 60. Wie kriegt man das wieder hoch? Das ist mit Essen über Zeit. So wie es hieß. Ja, also es ist so, dass du durch das Sterben ja deine, wie nennt sich's hier, Wohlbefinden irgendwie da senkst und dadurch hast du nur noch einen geringeren Grundwert an Leben. Wie du den jetzt wirklich wieder hochkriegst? Gute Frage. Ja, es hieß, du musst mehrere Male was essen und dadurch geht es. Und unter anderem durch die Tabletten, die man immer wieder findet. Die könnt's ruhig einwerfen, also der, dem es am dreckigsten geht, ich nehme an, das ist Anubis. Sind das die Painkiller oder welche? Ja. Ach so. Also die könnt sich ruhig Anubis jetzt mal nehmen. Haben wir da welche? Ich habe leider eine, glaube ich, haben wir oder zwei. Ja, kann ich Anubis gerne mal nehmen. Ich habe noch 89 Leben, das ist zwar jetzt auch nicht top, aber immerhin. Dann schmeiß ich mir mal ein paar Drogen ein hier. Ja, viele haben wir nicht, also. Wollen wir wieder so eine Brücke bauen, ja, ne? Ja. Aber eventuell auch nach hinten für uns rein. Mein Klee, gehen wir von hinten. Ich würde sie vielleicht wirklich nur von einer Seite machen und wenn wir außen rumlaufen müssen. Wo kommt man überhaupt derzeit rein? Ich brauche nicht Werkzeug. Da quasi auf der Seite, also du kommst da, hinten, okay. Hinten rein kommst du noch, da ist noch keine Mauer. Und ansonsten kommst du von derselben Seite rein, wo auch die Tür vom Haus ist. Da ist super, weil da hinten ein paar macht Klee ab. Ja, dann ist das doch gut. So. Dickies, sind hier schon welche? Ich sehe nichts. Hat noch jemand? Da sind schon welche. Ansonsten merke ich es ja gleich. War ja im Livestream immer meine beliebteste Todesart, in Sticks laufen. Böse Zungen behaupten, es gibt schon einen Stick-Counter. Gibt's den? Ja. Sa oder Obi? Da hat mitgezählt. Ja. Ah, okay.
Der wurde doch schon beim ersten Stream eingeführt. Ja. Es gibt den Plumps-Counter bei mir, den Stick-Counter. Es ist irgendwie. Alle wollen mich nur den sterben U-Wood sehen. U-Boot-Counter. Was für ein Counter? Den U-Boot-Counter. Den U-Boot-Versenken-Counter. So komisches Rauschen noch mal. Nennen wir ihn den Tieftauch-Counter. Ach, den! Ich habe mir gedacht, wie oft Slacks gekriegt hat. Ja, das ist ja quasi identisch, oder? Ich sehe überhaupt nicht, was ich hier mache. Ich mache einfach Achtung, jetzt sind mittlerweile fast überall Sticks um die Mauer herum. Ja, nur so für Leute, die es mir gleich ziehen wollen hier. Wenn noch jemand Fackeln hat, wäre es schön, wenn er so um die Mauer herum verteilen kann. Ich glaube, wir haben alle aufteilt, oder? Oder hat noch wer Fackel? Der Anubis könnte noch welche haben. Ich habe keine Fackel. Der wird so oft gestorben sein und hat wahrscheinlich seinen Anfangsloot nicht mehr. Nein, hat er nicht. Eigentlich zu irgendwas zu gebrauchen. Oh, Kuya ist ja lieb. So. Er mag mich heute nicht. Dafür habe ich einen 116er weißen Rex. Ja, Anubis, wenn du das noch ein paar Mal sagst, mag dich gar keiner mehr. Also überleg dir das. So, ich komme jetzt hier ins Haus und gehe bitterlich in den Schlafsack weinen. Wieso haben wir denn nicht da keinen Frame zum draufhupfen? Wo? Ja, da wo es die Brücke rausgibt. Achso, ja, kann ich machen. Wo ist denn... Wäre cool. Wo ist denn das da? Da. Und danke. Noch mal länger, so. Ja, aber wir haben 36 Minuten voll. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann... Dann, Ja, die Nacht haben wir wohl überstanden ohne Zombies, gell? Irgendwie sind hier keine Zombies gekommen. Nacht 2 war das eigentlich und, Ja. Irgendwo Holz, worauf ich klopfen kann? Komisch, gell? Wird schon wieder hell. Ja, es ist schon 4 in der Früh, es waren noch keine Zombies da. Oh ja! Oh Mann. Wir machen jetzt Schluss, aus! Schluss! Oh Mann. Nee, noch ein bisschen nach rechts drehen, nach rechts drehen. Andere, ja, genau, ja. Du Shooting. Der Hand der Tasche muss lebendig sein. So, Kuya. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.